Yo Leute, ich bin's wieder, euer DJDream85 und ich heiße euch herzlich willkommen in War Thunder. Ja, heute wird realistisch Panzer gefahren. Na, gestern habt ihr ja die Arcade-Sachen gesehen mit den Deutschen hier, mit diesem Deck, was ich hier extra für die Videos zusammengestellt habe. Und im Laufe des Abends seht ihr dann heute auch Seeschlachten auf realistisch. Ich mache immer drei Runden, ne? Ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen mit Panzer realistisch warm gefahren. Ich habe das nämlich schon lange nicht mehr gemacht auf realistisch. Also doch, das stimmt nicht. Ne? Halt nur mit den ganz hoch, in diesen hohen Gefilden hier. Wir sind hier im Rating 10.0, da ist natürlich nochmal alles anders da. Ne? Ansonsten zeige ich ja immer irgendwie was von keine Ahnung, wenn ich ja mal mit den Deutschen unterwegs bin, so über Zweite Weltkriegsfahrzeuge, ne? Und so weiter. Und dann bin ich hier in den ganz hohen Gefilden unterwegs. Ja. Naja. Ja, dann hoffen wir mal, dass das eine gute Runde, eine gute Schlacht wird und ich nicht wieder so, weil ich habe die letzten Runden, die ich jetzt so zum Warmwerden gemacht habe, nur Stadtkarten gekriegt. Und ja, Stadtkarten sind immer so eine ekelhafte Angelegenheit, ne? Ekelhaft. Ja, das zum Beispiel. Na, das ist keine ekelhafte Angelegenheit. Das ist doch mal was. Jo, finde ich nice. Ja, wir nehmen erstmal den Puma. Am besten. Haben die hier was verändert? Was ist verändert worden? Irgendwie kommt mir das anders davor, oder? Okay, kann sein, dass ich auch irre, ne? Mein Gott, da haben sie was bei ja, viele Leute haben sich schon vor langer Zeit diese Wolfpack-Babys geholt. Ab morgen könnt ihr euch ja auf dem Shop um 13 Uhr könnt ihr euch dann natürlich hier Pakete Co. Ne, um 50% vergünstigt reinziehen. Die meisten müssten dann um 50% vergünstigt sein. Dieser Zoom ist wirklich einfach mal richtig Laserwarnung. Na, ich hatte gerade die Laserwarnung gehabt von der Rakete, aber das war leider ein bisschen zu spät gewesen. Ja, da habe ich zu spät. Hätte aber auch nicht zurückfahren können, Leute. Neben mir waren einfach so viele. Die meinen, die müssten sich da jetzt unbedingt platzieren, wie blöd. Richtige Platzhirsche, ne? Na, wir könnten vielleicht daran denken, mal Beats einzunehmen statt A. Weil A ist ja schon wieder so ein Point, ne? Da ist viel los. Da ist viel zu viel los von unseren eigenen Leuten auch. Das ist einfach, ne? Da tritt sich jeder gegenseitig auf die Füße. Okay, A. Ich wäre froh, wenn irgendwer hier mal vielleicht einen markiert oder so. Wo kam das jetzt her? Ich bin noch nicht mal 2 Sekunden aus meinem Spawn-Bereich raus und bin schon tot. Wo zum Arsch steht der rum? Ich habe die Befürchtung, also entweder war er da dort oder... Das gibt es ja leider auch mit diesem verdammten Krischema-Fahrzeug, dass sie sich so am Kartenrand aufstellen. Ne? Das ist ja immer so der ganz schlimme Faktor, dass sie das ganz gerne machen. Und ich finde das absolut scheiße, dass sie das machen. Okay. Hier werden Jets angezeigt. Glaube ich jetzt nicht. Eigentlich sollte das mit den Pfeilen nicht angezeigt werden auf der Karte da, ne? Normal. Mein Radar sagt auch nichts aus. Also Helikopter, doch. Mein Radar sagt Helikopter. Ich muss aufpassen, wenn ich jetzt hier rausfahre. Da hinten ist schon wieder irgendwas. Schwer zu identifizieren, könnte auch einfach ein stinknormaler. Ups. Ja, Positionen verraten, ich weiß nicht. Drohnen. Okay, ich verstehe.
Ich verstehe. Das wäre so ein Teil. Da ist schon wieder ein dämliches Teil. War denn nicht gerade da drüben? Oh, guck mal, da hinten ist ein Panzer. Ja, gut. Panzer, Helikopter, Co., was hier auch alles Flugzeug ist, ne? Ich sehe natürlich jetzt keinen Helikopter. Aber ich könnte eigentlich einen Panzer bekämpfen mit den Geschossen hier. Ne? Zumindest diverse Fahrzeuge kann ich damit platt machen. Deshalb gehe ich auch Richtung B. Sofern ich in Ruhe gelassen werde, weil da hinten, seht ihr das da hinten, da lugt schon wieder irgendwas raus. Ne, ah, es brennt, okay, er ist tot. Diese Pfeile auf der Karte bei mir, das ist das, was mich gerade so ein bisschen kirre macht. Weil ich kenne das aus einer Karte, das sagt dann einfach, guck mal da sind jetzt gleich Jets oder Helikopter unterwegs. Aber hier in realistisch wird das ja nicht markiert, angezeigt. Ne? Nur für die eigenen Truppen, wo einer sein könnte, aber hier, das ist so eine verwirrende Scheiße gerade. Da hinten am Kartenrand hockt einer rum, finde ich mal hier super, ne? Ja, das sind immer mir die liebsten Gegner, immer schön am Kartenrand rumchillen. Hauptsache nichts machen, nur chillen und snipen. Ja, so ist das. DB ist gleich eingenommen, da brauche ich also, ja, ich fahre trotzdem mal hin. Da könnte schon locker noch etwas auftauchen. Na, die Runde ist noch lange nicht rum, nur weil wir 2 Points eingenommen haben und jetzt kumpelmäßig sieht es scheiße bei mir aus. Was soll ich sagen? Na, was soll ich sagen? Das ist heftig. Und mein Radar erfasst halt auch wirklich, ne, auf 10 Kilometer nirgendwo im Jet oder Helikopter, das ist ätzend. Noch mal so gar nichts. Ne, warte, wo? Da. Ah, das ist ein eigener. Das wäre es jetzt gewesen. Das ist ein eigener. Hoffentlich kapiert der, dass ich zu ihm gehöre, weil in der Vergangenheit bin ich auch schon mal öfters hier in realistischen Kämpfen von den eigenen weggebombt worden, weil, ja, weil sie gedacht haben, ich gehöre zur größten Partei. Obwohl ich eigentlich schon ein bisschen auf der Karte zu sehen bin von den eigenen Truppen. Aber was soll man da sagen? Es gibt halt Leute, die haben halt eine Blau-Rot-Schwäche. Ne? Eigentlich heißt das eher Rot-Grün-Schwäche. Aber man kann auch Blau-Rot sagen. Gibt's auch. Und ja, dann verwechselt man schneller Blau-Rot, ne? Ja. Wehe, du schmeißt es auf mich. Ich schwöre dir, ich baller dich vom Himmel, ey. Wenn ich richtig sauer. So, endlich mal hier oben angekommen. Der Weg hier oben ist immer so eine Art Action-Reihe. Bis der erstmal da oben ist, es geht, ne? Bis der erstmal hier schön oben, dann geht es, man kann es hier schöne Weitschüsse hinlegen, zumindest in manchen Bereichen. Der da hinten ist glaube ich tot, der sieht so kaputt aus. Der sieht auch kaputt aus. Ja, ganz weiter hinten ist das markiert. Aber das siehst du nicht, weil... Ja gut, der ist auch schon hier. Der ist auch schon hier. Der ist auch schon kaputt, ey. Weil der kommt hier auch nicht. Richtig. Nee, da ist nichts mehr. Da ist nichts mehr. Ein Glück, dass diese Brücke hier nicht zerstört werden kann. Das wäre jetzt höllisch, Leute. Obwohl, manche wünschen sich das ja, dass das machbar ist. Ne? Ja. Allerdings wäre es für mich dann höllisch, weil da unten ist der reißende Fluss und ich glaube, mein Gepard wird das nicht lange überstehen und wird eher absaufen. Irgendwas hat gerade auf mich mit dem MG geschossen, aber ich habe keinen Schaden. Ach, das war dieser Vollidiot hier.
Junge, ich gehöre zu deinem Trupp, okay? Kapitel. Ja. Den eigenen erschossen werden. Wie oft habe ich das schon mal hier erlebt? Viel zu oft. Viel zu oft. Einfach, ja. Entweder weil man denjenigen vom Namen her nicht ausstehen kann oder sonst irgendwas. Ich habe aus diesem Grund ja auch die Flaggen, die ich hier immer so drauf hatte, entfernt, damit dann nicht irgendwer meint, er müsse sich jetzt dazu berufen fühlen, nur weil er eine Deutschlandfahne drauf ist oder eine spanische Fahne, nicht zu erschießen. Ja. So, das gibt es ja immer wieder. Das da oben ist im Eimer. Nee, haben nicht geht. Das war einfach nur die Fabrik da hinten. Sind überhaupt noch welche da? Ja, sind genug da. Was sind die denn alle? Werden sich dann nicht da hinten am Kartenrand verkaufen oder werden die sich verkriechen? Hier gibt es so wenig Ecken, wo sie verkriechen eigentlich können. Das ist ja der Witz. Eigentlich müssten hier jetzt viele noch zu sehen sein. Er ist tot. Alles tot. Viel zu ruhig. Viel zu ruhig. Das ist nicht normal. Kann natürlich sein, dass einige von der Gegenpartei irgendwie versuchen, hier nach Richtung A durchzubrettern. Was ist das da? Der sieht aber noch lebendig aus, oder? Ne, doch nicht. Der ist schon mal, der ist komplett abgefuckt. Ja, der Kollege da oben, der denkt sich auch, wo sind die denn alle? Echt jetzt? Hat der sich vorbeigeschlichen? Wo hat der sich vorbeigeschlichen? Ist mir ein Rätsel. Oh, der Kollege da ist tot. Sorry, aber ich sehe hier weit und breit keine Socke. Aber jetzt wieder ein paar Grafikfehler. Oder was? Das wäre es. Wieder Grafikfehler und man sieht einfach niemanden. Ne? Obwohl, im Laufe des Tages habe ich halt sowieso schon zwei, drei Runden gehabt, wo man dann sagen kann, hey, Moment mal, wo war der denn? Ne? Langsam unterwegs mit dem Ding, dann ist echt ätzend. Echt übel. Viel zu langsam unterwegs. Ich will auch, Mann, ich will auch Augenkill noch haben. Es nervt mich gerade. Hin, her. Also ich bleib jetzt mal bei B, ganz einfach. Bleib einfach bei B. Oh, und dann ist halt das Leben von einer ist. Das ist gut. Egal was für ein Fahrzeug es ist, ich werde einfach drauf ballern, bis es kaputt geht, ne? Ganz einfach. Hier seitlich. Ich weiß nicht, wo der hier, ob der hier seitlich geht. Nein, ich weiß nicht. Boah, das ist echt eine üble Karte, muss man teilweise auch machen. Ich hab ihn gehört. Das Radar sagt auch, dass da was ist. Ja, ihr hört das hier nebenan. Ist hier so beschissen verwinkelt, die ganze Ecke. Ich habe hier eine gute Sicht allerdings auf A. Falls einer auf A fahren sollte, könnte ich darauf ballern mit dem Geistgestörter. Ich kann nicht runterfahren, ne? Gucken, nicht, dass hinter mir einer steht da. Wenn er jetzt weiterfahren würde Richtung A, dann ja, wäre das mir ein Vorteil. Wäre das für mich ein Vorteil schon. Wäre es für mir. Ja, mein Deutsch lässt nach. Heute gab es wieder so viel zu essen, Leute. Ich kann nicht mehr. Ich bin geplatzt schon. What zum... Er war hinter mir. 100 Pro. Why? Alter. Okay, ey. Also jetzt mal ehrlich, war ja kein Wunder, dass man den nicht sieht, ne?
Wer sich so da hinten verkraucht, dahinter so ein brennendes Fahrzeug, I'm sorry, ne? Den siehst du wirklich nicht. Kleiner, feiger Mistkerl. Verpiss dich da so hinter einem brennenden Fahrzeug. Kein Wunder, dass das keine Socke sind. Echt, ey. So feige Ärsche mag ich ja gar nicht. So, wo war das? Da oben bestimmt, ne? Problem ist, haben wir halt hier so offene Flächen, kommst du hier einfach nicht richtig durch. Wie, jetzt schon getroffen? Was zum Henker? Ist mich veräppeln? Wo zum Teufel ist dieser feige Hund? Oh Mann, ey, es gibt echt hier so Feiglinge. Entweder da hinten. Er hockt hinter einem Kadaver. Das ist jetzt, ne? Das ist jetzt Rätselraten hoch 3. Das ist so übel. Gott, der wird nicht. Na gut, das wird aber nicht der MA sein. Der hockt bestimmt immer noch hinter irgendeinem Fahrzeug und verkriecht sich an der Stelle. Solche Typen hast du ja wie die Pest. Wirklich wie die Pest. Das sind richtig die miesesten Feiglinge der. Höchsten Form. Voll die Schlachtwürmer in meinen Augen. Sorry, wenn ich das so sage, aber da hinten raucht jemand. Das ist nicht einer unserer Gruppen. Hä? Bin das da? Ich glaube, immer da ist hier einer. Ah, ja. Der Heli wieder angezeigt. Ich hätte gerne ein Radar, das nur feindliche Truppenteile anzeigt, registriert und nicht, ja, ich weiß, sowas gibt es noch nicht. So weit sind wir noch nicht. Obwohl, doch. Manches, zumindest heißt es zumindest so. So. Wo ist der kleine feige Hund? Put, komm aus deinem Loch, du Feigling, du. Mich genau, nein, nicht hinter dem Ding da verkriechen, aber oh, okay, der ist abgeknallt worden. Der Typ ist immer noch unterwegs und na, der ist immer noch da hinten. Ich hab sich immer noch da hinten verkrochen, die feige Socke. Okay. Bin ich da sicher? Du hast ihn definitiv nicht. Aber auf B ist halt was. Da steht man fest. Mit dem Fahrzeug muss man sich vielleicht gut verkriechen können. B reinfahren. Gibt es hier keinen anderen? Aber hier gibt es einen anderen Durchgang. Wollte schon sagen. Ja, dann müssen wir nach B rein, ne? Da ist irgendwas, was bösartig ist, was gleich killt. Was auch immer das sein muss. Sein kann. Nicht den breiteren oder längeren Weg, wie man so schön sagen kann. Vielleicht, ja, ich guck mal. Ne? Jetzt sind wir irgendwo auf dem Radar angezeigt, aber von hier ist nichts. Ach so, die haben 5 Menschenskinder, ey. Ihr macht mich kirre, Jungs. Ihr macht mich wirklich kirre. Jo. Stiller drin im Spiel. Mistweller. Also wie sind die nicht auf den Namen gekommen? Ehrlich Leute, ich frage mich jetzt langsam. Weil Stiller klingt einfach eher nach jemand an. Sorry. Na, okay, es gibt Leute, die nennen ihre Schiffe nach irgendwelchen Frauen und so weiter. Das ist ja nichts Unbekanntes. Ein Raketenwerfer hier oder besser ein Flugabwehrnamen mit einem Frauenname persönlich. Okay, da ist ein 2S38 drin. Okay.
weiß, ob der Kollege hier gefahren jetzt ist. Ich nehme den anderen Weg lang. Jetzt muss er erstmal hier das Ding packen. Der muss das erstmal packen, ey. So, jetzt. Langsam. Ja, null Sicht. Derzeit noch null Sicht. Er hört uns 100 pro. Er richtet sich nach dem Geräusch aus, bestimmt. Aber derzeit sehen wir nichts. Da ist der Kollege gestorben. Jetzt muss er sich irgendwo auf der anderen Seite. Jo, ist so. Einfach schneller. Er war einfach definitiv schneller und hat einfach die bessere Munition verwenden können. Und bei mir dauert es leider noch so lange, bis ich das komplett ausgebaut habe. Scheiße, ey. Aber ich habe halt gehofft, dass ich ihn erledigen kann. Der war so schnell durch. Mist. Leben noch von meinen Kollegen welche. Ja, wir haben sogar noch eine F5 oben. Ja, also die Runde war wirklich absolut Schrott. Ne? Absolut Schrott war die für mich, die war, ja, was soll ich sagen, 100% wird jetzt bestimmt wieder irgendwer schreiben, Alter, du kannst es nicht, hör auf. So, und zu diesen Leuten sage ich jetzt extra nochmal, so oft fahre ich nicht realistisch Panzer, ne, nur für die Videos ab und zu mal, das ist einmal in der Woche, so. Und meistens aber klappt das dann doch irgendwie. Nur mit den High-T-Dingern bin ich hier halt wirklich sowas von selten unterwegs. Und Nummer 2, wenn ihr glaubt, ihr könnt es besser, ne? Ihr seid viel 10.000 Mal besser als ich, dann macht es eben. Dann seid halt einfach besser und macht nicht solche Ansagen, weil sowas hasse ich wie die Pest, ne? Solche Ansagen, das ist ungefähr so, als du kommst in einen neuen Arbeitsberuf rein und sagst, yo, das und das und das kann ich schon alles. Da wird euch der nächste Meister entgegenflammen und sagen, ja, schön, dass du das alles kannst, dann kannst du das jetzt auch alles machen, ne? Ja. Und wenn ihr glaubt, ihr könnt irgendwie noch besser mit Video machen, dann macht es. Es gibt so viele Millionen Streamer da draußen, da sagt so viele Millionen Leute, die Videos produzieren, dann, ja, macht es eben. Mein Gott. Ich verstehe sowieso nicht, was immer dieses, yo, ich bin der Beste, ich bin der Tollste, dieses, ja, ich weiß nicht, was das soll, ne? Es gibt immer einen, das habe ich von vornherein gelernt in meiner jungen Zeit früher, es gibt immer jemanden, der ist immer besser als du, ne? Du glaubst selber, du bist imber, du bist komplett den anderen überlegen und es gibt immer einen, der ist besser als du, aber man kann sich selber trotzdem dadurch immer noch steigern und steigern und selber genauso gut werden wie der andere. Na, das ist ein Teufelskreis, aber generell gesehen, na, funktioniert das. Gut, die Runde ist jetzt auch für das ganze Team nicht gut ausgegangen. Das war jetzt absolut... Ja gut, der Typ hat sich da hinter einem Kadaver versteckt. Kenne ich, ja, ab und zu habe ich das schon mal gesehen, aber das war eine miese Nummer, ey. Ja gut, BMP3... Klein genug, ne, kann sich natürlich da richtig schön verschanzen und verstecken an so einer Position. Da kann er natürlich so tun, als gäbe es ihn gar nicht. Und solche Typen sind dann natürlich dann richtig, richtig. Ach shit, ich wollte bei C rauskommen. Ein Fehler oder was war das denn? Ja, das war jetzt lustig. Ach Mist. Na gut, dann machen wir halt erstmal A. C ist mir lieber, ich weiß nicht, durch die ganzen Schiffskadaver, die da rundherum sind, Leute, ne, fühle ich mich irgendwie tausendmal sicherer, aber, naja. Ich schaff mal, die meisten gehen nach B. Ist ja auch eigentlich schlau.
Weil von B aus kannst du in beide Seiten reinballern. Na, also du kannst schön vorsichtig nach vorne fahren und bumm reinballern. Allerdings muss man mal aufpassen, dass man nichts in die Flanke reinkriegt. Das kann ganz schnell mal passieren. Ansonsten ist das eine schöne Position eigentlich. Ja, das sind auch schon viele hier erkannt und machen es gerade. Oh, da hat sich jemand mal ein Leo A1 A1 mit der L44 gekriegt. Ich bin schon wieder so müde, ey. Das liegt an vielen Essen, das kam war viel zu viel. Okay. Bei A ist richtig der Punk los. Bei A geht's richtig ab. Ich hatte es schlau, nicht so weit nach vorne zu fahren. Positionieren, ne? Hier ist eine Ecke da, kann man sich da richtig was holen. Oder auch nicht. Ja, das ist eine gefährliche Ecke hier ein bisschen, wenn man es mal so überlegt. Wenn Spotter ist, das ein guter Ort. Aber ansonsten, ja, muss man gucken. Hier gibt es ein paar ganz gute Positionen, von denen ich trotzdem auch sehr gut wirken kann. Hier könnte ich zum Beispiel schön wirken. Wenn man mal Sicht hätte. Ja, Sicht ist ja immer so eine Sache. Ich sehe nichts. Da. Zu spät, zu langsam. Ich könnte hier super abräumen. Ich könnte nicht super abräumen, aber... Ich muss erstmal ein bisschen Sicht haben, ne? Ist da was? Ne, da ist nichts. Nee. So, ich sehe einen. Nee, das ist nicht mehr was. Aber bei A schon wieder einer drin. Da hinten ist was. Hier. Ist Baum im Weg. Das habe ich nicht mehr gesehen. Das sehe ich nicht mehr. Das sehe ich nicht mehr. Die Position ist schon eine gefährliche hier. Da. Kein direkten Durchschlag. Ja, schießt du nur mit deinem MG. Oh, der hat gebrettert. Geschützverschluss, Geschütz getroffen. Denkst du bist da noch safe? Also das Rauchen hat jetzt... Oh, das war dicht. Wobei, fragt sich nur, der ist tot, fragt sich nur, wo es herkam. So, da ist auf jeden Fall noch mal einer hier, ne? Direkt bei B, bei A. Gut recht. Hier ist nicht drauf. Nee, da auf keine Sicht. Gebäude und Bäume, absolut schlimme Sache, okay. Warte. Oh, okay, ich wollte schon sagen, weil, ja, ich habe als erst geschossen, er war tot, gut, na, das gibt einen nicht die Garantie, dass man dann da, ja, ich gehe mal Richtung C, auch wenn definitiv bei A deutlich mehr los ist, ne? Trotzdem, C muss ja auch eingenommen werden. Und ja, erstmal schauen, wie bei C, oder? Was soll das? Okay, der Kollege stand hier rum. Und war schon der Angeschossene.
Kollegen. Hätte er nicht geschossen, hätte ich ihn nicht beachtet. Weil für mich sah der gerade tot aus. Ja, für mich sah der gerade wirklich definitiv tot aus. Tot aus. Der ist ja auch erst tot aus. Da ist noch ein zweiter. Sichtet. Ja, das bringt schon was mit dem Spotten hier. Das bringt schon was. Problem ist, die Kollegen gehen hier drauf. Ich muss mal gucken, wie ich mich hier irgendwie positionieren kann, um trotzdem noch einen Kill zu landen. Ah. Bei der Position hier ist das echt eine gefährliche Angelegenheit. Und die Waggons wenigstens halbwegs ne, einen safen könnten. Aber das kannst du knicken. Ja, da ist noch was. Gesichtet, gespottet. Wo ist der nächste? Da. Gespottet. Und leider nicht. Ne, jetzt. Oh, Laserwarnung. Hau mal lieber ab. Hau mal lieber ab. Oh, eine Rakete unterwegs. Oh, hi, Kumpel. Brauchst du Hilfe? Jo. Das war... Ja. Naja, er hat's nochmal probiert, ne? Nochmal nach... Einfach nachgetreten. Richtig schön nachgetreten, der Kerl. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da jetzt noch eine Mitte auftaucht. Aber so wie es aussieht. Scheiße, auf meinem Radar sind hier so viele Sachen. Ich kann mich hier nicht ganz danach richten. Es werden auch viele eigene angezeigt. Das ist das Schlimme, Leute. Ja. Dementsprechend lässt sich gerade gar nichts richtig gut erfassen. Okay, er sagt mir definitiv, dass hier irgendwo einer ist, aber er ist in den Heli. Und sonst habe ich hier das Gefühl, dass jetzt der Jet schon wieder abgehauen ist und womöglich schon abgeschossen worden ist. Das ist Mist. Das ist Mist. Aber immerhin, ich habe 2 Abschüsse gemacht, mehr kann ich nicht erwarten. Und ja, mit der Karte kann ich mich arrangieren. Ne? Die Karte finde ich eigentlich ganz nice. Die macht Bock. Okay, da war eben ein Schuss. Irgendein Fehlschuss kommen dahin. Ha. Also mein Radar zeigt immer noch was an, aber ich bin mir nicht sicher, ob es die eigene Truppengruppierung ist, ne? Ob es ein eigener weiß nicht. Ich werde jetzt hier nicht erschossen. Ich fürchte nämlich. Ja, hier ist ein Teammate. Ah ja, ich hab's geahnt. Ich hab's. Ah, sie dann. Aber auch wieder nicht richtig zu sehen, die Sau. Perfekte Position. Alter, was so ein kleines Geschoss anrichten kann. Das muss man sich mal durch den Schädel ziehen. Scheiß die Damen. Ich gönn mir so einen nochmal. Jupp. Ich find's genial, dass wir das jetzt machen können, ne? Ich find's einfach genial, dass das jetzt geht. Okay, C geht wieder flöten. Ich weiß gar nicht, ob der sich damit schaffen würde, mich auseinanderzunehmen. Das Fahrzeug ist ja doch ganz gut gepanzert. Aber andererseits, mehrere Schüsse von diesen kleinen Geschossen führen vielleicht doch dazu, dass, ne, das ist so eine Sache. Noch eine recht weite Fahrt von mir leider. Jetzt müssen wir hier aufpassen. Fürchte nämlich, wie viele sind noch drin? Und noch so einige. Muss aufpassen. Ja gut, ich habe hier so ein Leo-Verschnittsteil. Aber ich bin nicht immer so komplett damit. Wo ist er?
zu ruhig. Viel zu ruhig, viel zu ruhig, ich sag's wie es ist. Viel zu ruhig. Irgendwo ist wieder sie da. Komm schon. Ach, verdammtes verdammter Mistsack. Verdammter Sidam, ey. Was mache ich denn jetzt? Ach, wartet mal. Ja gut, das wären aber dann meine letzten Points. Wie viel habe ich hier? Hier müsste ich nur 150 rauskloppen. Dann probieren wir es damit. Ich habe ja leider nur die DM13 Geschosse dabei. Aber, ne? Geht schon. Okay, der Kollege probiert es. Das Problem ist halt, sie damit soll er halt wohl ein Hardcore-Teil. Also, na, wenn der die grüne Munition verwenden kann, dann macht er halt wirklich so einige Panzer platt. Aber der Kollege hat es geschafft. Wunderbar. Ich will aber nicht wissen, wie der Kollege jetzt aussieht. Ich glaube, der hat so viele Löcher an sich dran. Na, der ist bestimmt so ein richtiges Sieg geworden. Okay, die Gegenpartei nimmt leider A ein. Wir haben ja auch komplett verloren. Dann eine J29 mit am Start. Den Schuss habe ich. Ich hab zumindest was gehört. Okay, Teammate. Ich bin schon wieder Kadaver, wo ich so ein Flash. Wieder so ein Flashback krieg, ne? Wenn ich so eine Panik krieg, dass hier wieder hinterher irgend so ein Kadaver dann schon wieder einer rumeiert. Okay, hier ist irgendwas unterwegs. Hier ist irgendwas unterwegs. Bis auf den eigenen da ist hier irgendwas unterwegs. Ich guck mal lieber hier in der Ecke rein. Das war kein Jet. Das war ein Heli. Ja, aber den habe ich nicht gesehen. Den habe ich echt nicht gesehen. Aber ich komme mit dem Radar noch nicht so gut klar. Ehrlich, ich komme mit dem ganzen Radar einfach noch nicht so richtig klar. Und ja, ich glaube, das war mit Mangusta. Das heißt, er hat Raketen, die, ich glaube, das waren 3-8 Kilometer weit gehen. Das heißt, er kann da auf 7 Kilometer da oben rumchillen und sich, gemütlich da. Ja, mehrere Details, wollte ich sagen. Aber ich sehe auch nirgendwo. Keine Ahnung, also der ist wirklich irgendwo gewesen. Egal, zwei Panzer habe ich geholt. Zwei habe ich mir gegönnt, das ist doch schon mal was. War eine ziemlich lange Schlacht, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr Belohnung bekommen. Na, für das Abschießen von zwei Bodenzielen ist ja nicht so viel rausgekommen, muss ich ehrlich sagen. Viel zu wenig in meinen Augen. Einfach zu wenig, gerade weil wir hier auf realistisch sind, aber ja. Ich mache mal den Drehkranz. Ich habe das Gefühl gehabt, dass mein Drehkranz ein bisschen, dass das wirklich noch zu langsam ist. So, ja, den Richtantrieb hier schön. Und ja, gut, 20.000 übrig geblieben von den Kohlen. Immerhin geht ja. So, letzte Runde, allerletzte Runde, besser gesagt. Was aktiviere ich? Gute Frage, nächste Frage. 50er Booster lächelt mir so entgegen, ne? Den da habe ich Bock drauf. Lions Booster, ich mache den 75er an. Ich glaube, das geht, ne? Das geht so ganz gut. Ja, das wird schon gut. So, noch eine Runde. Und dann sind wir hier durch, ne? Oh nein, nicht die. Also ja, manchmal ist die voll in Ordnung, aber es gibt wirklich Momente, da kann, vor allem wir sind auf der falschen Seite. Wir sind auf der falschen Seite. Nein, nicht da. Wir sind auf der verfluchten falschen Seite. Hier unten ist perfekt. Da oben. Oh Gott, nein. Okay. Ich werde mich sehr weit zurückhalten müssen, aber ich werde auf jeden Fall spotten. Ich werde das
knüpft er mich denn so an? Schon mal noch nie so ein Teil gesehen, ne? Der hat so ein Fahrzeug wohl noch nie gesehen. Also, ja, kein blassen Schimmer. Der ist sehr überrascht wohl. Ja. Also zumindest dieses Teil hier hat er wohl noch nie gesehen. So. Ja gut, ein Vorteil hat diese ganze Schneeapokalypse schon. Diverse Gegner kann man schon auf weiter Entfernung erkennen. Einfach. Nicht jeder hat nämlich gleich hier den Tarnskin hier, also den Schneeskin. Und deshalb sind da viele einfach gleich zu sehen. So viele Spotter rein. Jetzt ist nicht auf dem Nase gelegt. Okay, einer ist tot für uns. Okay, da vorne ist irgendwas drin. Wer ist da? Leute, nicht nebeln. Ich habe doch keine Sicht somit. Ich habe doch keine Nachtsicht. Ach, da oben. Ich habe den Garten nicht so richtig beachtet. Okay, ja gut, da komme ich schon aus C-72. Da kann ich mit meiner Munition an den rumschraffieren, wie ich will. Also den könnt ihr nur platt machen, wenn ihr ihn von der Seite erwischt. Mit dem Fahrzeug, ne? Mit dem Puma könnt ihr den nur von der Seite wegholen, wenn ihr von der Seite kommt. Wenn das Geräusch, tut mir leid, Leute, das habt ihr jetzt im Hintergrund gehört. Hier klingt schon wieder einer, ich weiß aber, wer es ist, und dann mache ich das nicht. Da mache ich das nicht auf. Der hat nur wieder irgendwelche Probleme. Wo war der Schuss denn? Habe ich mal einen Spawn? Wo? Okay, wo ist der? Laut der Anzeige direkt vor uns, aber da ist noch ein Hügel dazwischen. Hier ist noch ein Hügel dazwischen, deshalb bin ich mir gerade nicht so sicher, wie er mich erwischen kann. Natürlich, die Artillerie greift dann natürlich jetzt ganz böse mit rein. Jetzt bin ich wieder ganz schnell. Ah, ich glaube, ich habe ihn gesehen. Da, also. Schön oben drauf, Kommandant ist hin. Das reicht nicht aus. Aber zumindest hat er einen weniger drin. Und vielleicht ist doch ein Kollege da dran. Weiß ich nicht. Mist. Wow, danke für die Bombe, ey. Sowas von, ey. Hat zu lange gedauert, bis es nachgeladen war. Weg mit der Drecksau. Au. Da ist doch noch einer, der versteckt sich hinter dem Kadaver. So, weg damit. Wir haben trotzdem noch einen im Sturm. Und da ist Mister. Echt jetzt? Echt jetzt? Ohne Shit? Boah. Mann, ey. Ja, der Turm ist wirklich langsam bei dem Fahrzeug. Also muss ich echt mal sagen, so langsam habe ich es auch nicht geahnt. Na, zumindest nicht erwartet. Ja, komm, wir probieren es jetzt mal hier mit dem... Na, der ist ja im Rating 9.3. Da bewegt sich der Turm wenigstens schneller. Das kann man nicht warten, dass die hier gleich in den Spawn reinballern, ey. Rache ist süß, du Affe. Ja, nee, der war es nicht, was mich erschossen hat, war am BMP-3. Aber trotzdem. Hey, dass die sich schon so früh vortrauen, das ist ja echt assi, Leute. Das ist richtig assi. Ab
Pistolen dabei. Oh shit. Na, 10 hatten wir bei uns. Die hat jetzt aber leider gelitten. Oben? Irgendwo da in der Richtung hat einer. Der ist tot. Da, ich sehe es. Ah, keine Sicht. Mist! Hatte gerade keine Sicht gehabt. Er macht einen auf U-Boot. Kurz mal hochgucken, jo, und dann wieder abhauen. Jo! Noch so ein Teil. Alter Verwalter, ey. Hier geht's richtig als Kampador. Kann man ja gar nicht glauben. Was glaubt man ja? Wir sind sofort in den Spawn reingefahren, aber sowas von nicht schnell. Ich weiß nicht, ob es tot ist. Doch, es ist tot. Es fackelt vor sich her. Da ist was. Mist! Dabei. War auch zu knapp. Autsch, was war das denn? Oh, okay. Okay, ich weiß, was das heißt. Wo ist der hin? Naja, gut, wenn er schlau ist, hat er sich wieder verkrochen. Au. Nein, nein. Irgendwo vor mir. Irgendwo vor mir. Da, da, verflucht. Ich kann. Ich. Ja, nee. Okay. Ja. Ja. Ja, das kommt vor. Das kommt vor, ne? Ich glaube, wir müssen mal auf den Gepard umwechseln. Wir haben keine andere Wahl. Ich bleib hier einfach stehen und tu so, als wäre ich tot. Ja, ich weiß nicht, dass das funktioniert. Nicht. Leider. Hier ist Seite, so flankentechnisch hier, ne? Hier so. Da hockt einer rum. Die Runde geht leider ins Wüst aus. Komm, jetzt können wir auch gut. Oh. Naja, ich war umzingelt. Da ich glaube nicht, dass da irgendeiner sagen kann, Alter, du Scheiße. Also, wer so eine Situation schafft, noch zu überleben, ja, der ist gut. Ne? Obwohl, ich glaube, nee. Das packt keiner. Immerhin, zweiter Platz. Ich habe 3 Panzer erledigt und. Ja, ne? Ganz gut. Ja, es geht, ne? Die Belohnung geht. Es geht. Ja, also, letzte Runde war nicht übel. Auch wenn sie in die Niederlage gegangen ist, aber sie war nicht übel, muss man dazu sagen. Die letzte Runde war wirklich nicht schlecht. Die hat mir ganz gut gefallen. Ja, Leute, das war's. Ne? Ich hoffe mal, trotzdem hat es Spaß gemacht. Und ja, der lädt hier schon wieder irgendwas. Ja gut, es aktualisiert jetzt irgendwie, keine Ahnung, synchronisieren, aktualisieren, ey, ich habe keinen blassen Schimmer, was da manchmal gemacht wird. Manchmal bin, na, viele von uns sind da sich einfach nicht sicher. Das einzige Schlimme ist, wenn da oben steht, fehlgeschlagen, das ist immer ganz schlecht. Ja. Ja, wie gesagt, das war's. Ich hoffe trotzdem, es hat Spaß gemacht zuzugucken. Erste Runde, ja gut, nicht so perfekt gelaufen. Zweite Runde war ein bisschen besser. Jetzt die dritte, die letzte Runde. Auch wenn das Niederlage war, ne, aber hat richtig Bock gemacht. Trotz Niederlage hat es doch richtig gut Bock gemacht. Ne? Dementsprechend, ja, war es nicht übel. Und wie gesagt, wegen dem Klingeln, ja, ich guck mal, ob ich das rausschnibbeln kann. Ne? Aber wenn es noch drin bleibt, dann, ja, ist auch nicht tragisch. Ich weiß nicht mal, ob ihr die Klingel gehört habt. Na, bin ich mir gar nicht so sicher. Bin ich mir echt nicht so sicher. Ja, es ist der Nachbar, der will immer irgendwas. Meistens irgendwelche Gewürze, weil er irgendwas am Backen ist. Statt sich mal selber ein Gewürzregal zuzulegen, ja. Na, ja, oder wie war das so schön? Schnorrer, das sind immer die Liebsten, ne? Das ist echt schlimm. Gut, er gibt das Zeug auch wieder zurück, aber es nervt ja trotzdem. Immer wieder dieses sinnlose Geklingel. Ich muss irgendwann mal ein Schild anbringen, von wegen, wenn es absolut wichtig ist, wirklich Notfall hoch 3, dann bitte klingeln. Ach nee, dann habe ich ein Problem mit dem DHL und so weiter, ne? Die sind dann total irritiert. Ja,
keine Ahnung, irgendwas werde ich schon mal anbringen an die Tür. Ne? Na gut. Ja, dann, wenn euch Schiffe noch interessieren, ne, kommen noch drei Seeschlachten hinterher an Video geschmissen. In realistisch und ansonsten, ja, würde ich mal glatt sagen, war's das jetzt, ne? Ich wünsche euch trotzdem noch weiterhin schöne Feiertage. Haut rein, ne? Futtert euch noch ein bisschen gut voll und so weiter. Habt viel Spaß beim Zocken und denkt dran, morgen so gegen 13 Uhr sollte eigentlich hier auf dem Online-Shop hier, falls ihr euch da was gönnen noch wollt, ne, die Pakete dort, wenn Gaijin es nicht anders plant, mindestens um die Hälfte günstiger sein. Das heißt, ihr könnt euch dann so ein hier zum Beispiel hier den Leo 2 ZBTL 123 gönnen. Ich glaube, normal kostet der 60 Euro. Bin mir jetzt nicht zu 100% sicher. Ne? So ungefähr 60. Also um die Hälfte wären es dann 30. Ich werde mir auf jeden Fall was gönnen. Allerdings bei Israel. Da gibt es nämlich einen Jet. Auf den bin ich schon seit Ewigkeiten scharf. Ne? Das ist der K4 Kanat. Den werde ich mir auf jeden Fall gönnen. Ich weiß nicht mehr, wie teuer er war. 60 oder 70 Euro, eins davon war es. Ne? Aber die Hälfte, ne? Die Hälfte ist einfach. Ne? Und sein Waffenarsenal ist halt etwas, was ich halt liebe. Ne? Das sieht richtig geil aus. Da werde ich meinen Spaß haben. Ne? Werde ich richtig meinen Bock drauf haben. Ja. Und dadurch werde ich halt auch viel, viel schneller hier erforschen, weil was ich hier, ne, das ist, ja, das geht wirklich sehr langsam voran. Dann habe ich die Israel auch mal endlich ein bisschen weitergeführt. Momentan, heute ist ja noch ein bisschen 50%. Heute habt ihr die letzte Chance hier, alle möglichen Sachen hier, Talisman Co., alles in 50% billiger zu kriegen. Morgen ist das dann vorbei. Ne? Gut, Knut, dann haben wir uns wieder spätestens am 27. Panzerfahren. Ne? Generell und ansonsten, wie gesagt, schöne Feiertage, Like, Abo da lassen, das wäre ganz nett von euch und ansonsten, ne, bis dann, ne, wie gesagt, jo, ciao Leute.